Fortuna 2-0 gegen Braunschweig. Arbeitssieg oder wie Sie das einordnen? Also Arbeitssieg habe ich eben selber gesagt, ja, tatsächlich. Ja. Hätten wir schnell zurückliegen können, also es war schon knapp, muss ich sagen. Aber heute auch mal das Glück auf unserer Seite, ganz einfach. Denkst du, die Mannschaft hat nach diesem Pokal aus, zwei Spiele in einer Woche, was wir ja nicht gewöhnt sind, trotzdem eine erstaunlich gute Reaktion gezeigt? Zwei Spiele in einer Woche? Ja, absolut. Also, du musst ja eine Reaktion zeigen. Ich sag mal, für mich war das Spiel in Leverkusen gelaufen, wo ich wusste, Tanaka ist nicht dabei. Weil eigentlich das hätten wir das hoch gewonnen dann. Nein, aber. Nein. Und Hoffmann spielte, da wusstest du direkt. Nein, Hoffmann habe ich als Fehlinterpretation gesehen. Ja. Sofort als erstes, weil ich habe, was soll das bringen? Warum stellt ihr die Mannschaft plötzlich auf, die du noch nie gespielt hat? Ja. Was sollte Hoffmann bringen? Ne? Also ich hätte natürlich die so aufgestellt, genau wie heute. Ja. Das wäre so meine Meinung. Auch den Vermey nach vorne und auch den natürlich den Abbekampf. Ich fand den Vermey heute auch gut ins Spiel zu lassen. Erste Halbzeit hätte er machen müssen, aber trotzdem, ich glaube, so als Typ, der die Bälle bindet, festmacht, verteilen kann, festmachen kann, richtig. Absolut. Guter Typ, war die richtige Entscheidung. Man möchte ihm das Tor gönnen, was ihm gerade fehlt seit ein paar Wochen. Na gut, der spielt ja sehr unglücklich im Moment, aber er empfiehlt auch die Spielpraxis einfach. Ne? Das auf jeden Fall. Denkst du, für die Sicherheit einfach im Moment. Denkst du, die Fortuna, Platz 3 ist dann das, was das Ziel ist, aber Platz 2 ist auch noch drin, weil der Norden halt noch gegeneinander spielt? Ist schwierig. Kiel hat einen guten Lauf, sehr guten Lauf. Fortuna auch. Du hast davon abhängig, ob Tanaka zurückkommt in den nächsten zwei, drei Wochen. Sagen wir mal so, es hängt nicht alles von ihm ab. Nein, aber alles. Also die Tore, die wir Leverkusen bekommen haben, sage ich mal, die wären mit Tanaka so nicht gefallen. Ne? Ist meine Meinung. Ne? Also das 2-0, da war ja gar keiner mehr im Mittelfeld, da war ja total leer. Und jeder Angriff läuft ja über Tanaka in letzter Zeit. Vieles ja, aber es ging heute auch ohne. Am Mittwoch hatten wir keine Chance. Ich glaube, wir hätten sie auch ohne Tanaka. Ja, natürlich. Mit Tanaka nicht wirklich gehabt. Auf lange Sicht, ja. Das ist eine Klasse höher gegen den deutschen Meister. Das kann man jetzt mit Fug und Recht behaupten. Nächste Woche werden die das sicherlich klar machen. Ja. Ist nicht unsere Kragenweite, nicht jetzt. Aber Aufstieg, direkt, indirekt. Also ich denke, dritter Platz. Das muss das Ziel sein. Wahrscheinlich würde ich sagen, ganz klar, gegen Bochum. Mainz, okay. Ja. Aber die Mainzer gerade relativ gut in der Bundesliga drauf. Ja. Ne? Hoch gewonnen auch gestern. Wäre nicht trotz Derby-Faktors Köln einfacher als die Mainzer oder Bochum? Ja, aber ich glaube, dass Bochum sich da absetzen wird und Köln nächste Woche in München verliert und Mainz einen guten Lauf hat. Alles sehe Mainz als eventuellen Gegner. Zweimal gegen Braunschweig heute gewonnen nach diesem Pokalspiel unter der Woche. Großen Respekt vom Team, so einen Arbeitssieg dann am Ende zu erreichen, wie siehst du das Ganze? Ja, es ist auf jeden Fall ein Arbeitssieg im Endeffekt. Wir hatten große Chancen am Anfang erste Halbzeit liegen lassen, zwei, drei Stück glaube ich, aber Braunschweig hatte auch Chancen gehabt. Im Endeffekt sehe ich es als Arbeitssieg, gerade auch weil Tanaka gefehlt hat, der das ganze im Mittelfeld die Fäden zieht. Und Braunschweig ist auch nicht zu unterschätzen, ich glaube Rückrunde. Sehr weit oben gewesen jetzt vom Rückrundenteam. Punktgleich mit uns. Ja, genau. Also von daher durften wir den Gegner auch nicht unterschätzen. Ja. Aber ohne Tanaka sehe ich schon, dass da eine Lücke auf jeden Fall im Mittelfeld fehlt. Und es ist auf jeden Fall ein Arbeitssieg gewesen, klar. Definitiv elementar wichtig im Aufstiegsrennen. Erste Halbzeit war, glaube ich, ein bisschen kritisch, weil die Braunschweiger hatten Chancen. Wir waren bis zum Abschluss, denke ich, sicherlich ganz gut, aber es hat nicht sollen sein. Aber dann dieser Brustlöser, nicht Felix Klaus. Pokalspiel nochmal kurz nach Rückblick unserer Woche. Wart ihr da? Ja, er war da. Ich war da. Du warst da. Emotional war das schon geil. Sehr geil. Gegen den zukünftigen deutschen Meister verloren. Also alles okay, ne? Also so für unsere Performance. Vollkommen. Also klar, das ist beispielsweise zweite Gegentor, dritte Gegentor. Zweite Gegentor lief ja aus dem Konter hinaus, wo wir sehr viel Platz hinten gelassen hatten, weil wir auch mit Hoffmann gespielt haben, ein bisschen andere Formation. Keine Ahnung. Und das dritte Gegentor war ja von Kastenmeier, der Pass quasi zum Gegenspieler hin. Was halt sehr ärgerlich war, ich denke, war nicht mehr drin, gar keine Frage. Leverkusen ist einfach momentan zu stark. Anderer Stern, ganz klar. Aber vielleicht hätten wir noch irgendwie Türchen schießen können, vielleicht mit 3-1. Ja, das Ganze verlieren können. Aber ist da auch scheißegal. Hoffmann und Zolles, wir sind einfach stolz auf die Mannschaft, was sie gerissen hat. Ich sage mal wieder, die Handball-Taktik hat heute sehr gut geklappt. Ne? Einmal links rum, einmal rechts rum, zu schauen, okay, wo sind die Freiräume? Das bei Leverkusen. Ein Powerplay in der zweiten Halbzeit heute bei uns. Hat es einfach gefehlt, aber das haben auch 35 andere Mannschaften geschafft zu verlieren. Wir dürfen nicht vergessen, in der Bundesliga ist es alles vom Tempo schneller. Du brauchst vom Tempo in der ersten Liga 11 Limits im Sturm oder generell am Team, dass du da mithalten kannst. Und da denke ich davon. Heute, Frage an dich.
Wie hast du es gesehen? Die waren auch nicht so kaputt, aber es war erstmal mühsam, aber am Ende dann doch souverän nach Hause geschossen, weil Braunschweig, hast du gemerkt, dann doch kein Mittel hatte, oder? Genau, ja. Ich habe es überhaupt gar nicht gemerkt, dass wir irgendwie jetzt letzte oder diese oder ein Pokalspiel hatten. Deswegen, ja, wie gesagt, war schon ja, 2-0, bin ich komplett zufrieden. Ja, ja, auf jeden Fall. Wo geht's hin mit der Fortuna noch? Was denkt ihr? Platz 2 noch angreifbar, der Norden spielt noch gegeneinander. Der HSV gegen Kiel. Und da sagt ihr, Relegation, da pendeln wir uns ein. Auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dritter Platz wird es am Ende. Wir spielen gegen Kiel, klar, 6-Punkte-Spiel. Kiel spielt auch noch gegen HSV. Wer weiß, was dann geht. Ja. Das stimmt. Aber am Ende denke ich, wir werden Dritter und werden dann wahrscheinlich auf Mainz. Wir kratzen wahrscheinlich nochmal, glaube ich, noch so, gerade so noch in Kiel. Ich. Und Köln wird absteigen. Direkt so, danke schön. Das sagen ja viele. Ich glaube, die Relegation, was wäre wünschenswerter? Viele sagen sogar lieber das Derby oder Bochum als die Mainzer, die gerade ganz gut performen, oder? Wir sind durch den neuen Trainer da auch ein bisschen. Also, Gedanken so in die Zukunft. Relegation, wenn wir sie erreichen würden, was wäre besser? Ich glaube, Mainz wäre vielleicht nicht das beste Los, oder? Qualitativ. Köln ist schlechter als Mainz, ja, würde ich sagen. Ja. Aber auf das Derby würden wir uns freuen. Lieber Köln als Mainz, auf jeden Fall. Ja. So, dann gönnt man Köln noch ein paar Punkte, sodass sie es dann erreichen. Gut, dass wir in der Relegation Köln diesmal auf dem O nicht die Punkte klauen müssen. Wieso? Aber Aufstieg trotzdem? Ja, auf jeden Fall. Ja. Schreibe ich, schaffen wir? Machen wir. Machen wir. Relegation machen wir. Warum schaffen wir das? Weil wir es können. Der Wille, die Mannschaftsleistung, das Team, die Teammoral, Zusammenhalt. Und zum ersten Mal in Sondertrikots zu Hause gewonnen. Ja, auf der Flucht. Und nach einem Pokalspiel auch gewonnen. Also spricht Thorsten, der die Kamera hält heute. Ja, aber sorry. Zu Recht, alles gut. Vielen Dank den Jungs. Und, Dankeschön. Schöne Woche. Diesen jungen Mann hier, den kenne ich von der Arbeit zufälligerweise. Aber ich unabhängig auch. Davon, ja, wir uns mal gegenseitig. Beides Fortuna-Fans, die in der verbotenen Stadt arbeiten. So viel können wir sagen. Das ist in Ordnung. Aber jetzt kurz zum Sportlichen heute. 2-0 gegen Braunschweig, deine Einschätzung. Es war ein Arbeitssieg. Ne? Ich glaube, wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, es war nicht unbedingt zu erwarten, dass wir vor der Halbzeit noch 1-0 führen. Ne? Ich glaube, das kam für uns sehr überraschend. Wir hatten halt noch diese Woche 90 Minuten mehr. Ne? Von daher, das ist alles, wie gesagt, fein. Es hat keiner dieses 0-4 übel genommen. Von daher 2-0. Alles in Ordnung. Wir haben unter der Woche gegen den neuen deutschen Meister gespielt. Also so viel können wir sagen, weil 6 Spiele noch, die noch zu gehen sind. Ich glaube, dass Leverkusen nächste Woche gegen Bremen schon den Titel fertig machen wird. Man hat da einen Klasseunterschied gesehen. Das ist eine tolle Truppe, muss man nahtlos anerkennen, dass die einfach überragend spielen und denen das zu gönnen ist. Aber gut, dass Fortuna das gut angesteckt hat. Ja, absolut. Also ich glaube, es wurde ja auch sehr oft gesagt, ne, wir dürfen das jetzt nicht mitnehmen, ne, weil wir uns jetzt wirklich auf unseren Aufstiegskampf eben noch weiter konzentrieren. Wir haben es in der eigenen Hand, wie gesagt. Und von daher, das musst du einfach abhaken. Aber ich glaube auch nicht, dass das heute irgendwie noch hier oben war. Das ist alles vermutet. Was traust du uns noch zu, auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Nordclubs da oben auch noch ein bisschen gegeneinander spielen und wir auch noch in Kiel die Chance haben, dadurch einen Sieg, ich glaube vorletzter Spieltag, wenn ich mich nicht täusche, genau, die Chance haben fürs letzte Spiel, das wissen wir alles noch nicht, aber halt eben vielleicht sogar noch einen direkten Aufstieg anpeilen könnten. Naja, ich glaube, wir sind jetzt halt in einer Phase, wo wir uns persönlich keinen Ausrutscher mehr erlauben sollten. Ein Fan vorhin meinte, ja, wir rutschen bestimmt noch einmal aus, vielleicht eben auch zweimal. Da kennen wir HSV rutscht ja auch wahrscheinlich noch mal aus. Ne? Aber letztendlich, wir haben es in der eigenen Hand. Und wenn wir das nutzen, dann reicht es vielleicht für Tabellenplatz 3. Und wie gesagt, hoffentlich nicht gegen Köln, sonst haben wir echt ein Problem auf der Arbeit. Ich glaube noch nicht mal, ich gehe jetzt mal mit der These steil dagegen. Ich glaube, die Kölner wären rein hypothetisch gedacht in der Relegation einfacher als Mainz. Die Mainzer spielen gerade gut, die Kölner haben keinen guten Kader. Wenn du jetzt mal an eine Relegation hypothetisch denkst, oder willst du Bochum haben? Ja, es werden die drei wahrscheinlich. Ich möchte eigentlich gar keine Relegation haben, aber die ersten beiden, die diese ersten Plätze, die sind wie gesagt safe. Zwar hat eben gestern Pauli verloren, aber dass die auch noch mal vielleicht ein bisschen federn lassen, die gehen durch, Kiel auch, Kiel kommt ja auch noch hin. Aber aber das Ding, das ist wie gesagt durch, wenn dann werden wir eben Dritter und dann müssen wir wohl über übel diesen Weg gehen. Zu
2-0 gegen Braunschweig gewonnen. Was denkst du über das Spiel nach diesem Leverkusener Spiel, was ja ernüchternd war, aber trotzdem zwei Spiele in einer Woche und das so abzuschließen, besser als gar nichts, oder? Ja, war, glaube ich, 2-0 ist solide. Nach dem Pokalspiel unter der Woche, glaube ich, ist okay, dass wir gewonnen haben. Wir haben zu 0 gespielt. Muss auch kein schönes Spiel gewesen sein. Und die Konkurrenz hat mitgespielt ein bisschen, ne? Also gut für uns halbwegs, also ja, die hinter uns. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann eingestimmt, als die Braunschweiger gesungen haben, scheiß Hannover. da stimme ich voll ein, aber ja. Was nimmst du aus dem Pokalspiel, mal kurzer Rückblick, mit? Reicht noch nicht für ganz oben, aber auch nicht der Gradmesser. Absolut nicht. Also ich glaube, man kann festhalten, dass wir gegen den deutschen Meister verloren haben. Die hätten uns auch 6-7-0 wegballern können. Theoretisch, wenn ja. Sie wollten. Hätten auch zwei Tore schießen können eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja, aber das hätte am Ergebnis auch nichts geändert. Wir wären nicht weitergekommen, von daher völlig okay. Wir wurden gefeiert oder die Mannschaft wurde gefeiert nach dem Spiel. Alles gut. In der Liga jetzt im Lauf, ne? Also du hast ja im Prinzip jetzt aus 4 Spielen nur ein Gegentor. Du bist Dritter, du hast 5 Punkte auf den 5. weil HSV ist dran. Der Norden spielt noch gegeneinander. Da geht noch viel, oder? Geht noch was. Ich korrigiere mich sogar, also wir erreichen, glaube ich, den 2. Platz noch, wenn wir gegen Kiel gewinnen. Wir haben ja noch ein Spiel offen. Ich sagte ja schon, ist rein rechnerisch möglich. Es liegt an der Mannschaft, ob es dann tatsächlich noch möglich ist. Ich glaube dran. Du glaubst dran, das ist die Hauptsache. Ich glaube dran. Nochmal kurz zurückblickend auf heute. Arbeitssieg oder wie würdest du es einordnen? Das war nicht überragend, aber dafür die Woche nach diesem Spektakel in Leverkusen emotional auch, hat die Mannschaft das souverän mit 2 Toren gewuppt, aber auch nicht Weltklasse. War okay, gewonnen. Ja, war okay, wie gesagt, zu 0 gespielt. Braunschweig zwar mit ein paar Aktionen in der ersten Halbzeit auch, aber insgesamt ist okay. Arbeitssieg würde ich auch sagen. Verbleiben wir dabei, von daher sieht gut aus bei der Fortuna. Weiter geht's. So, Fortuna heute 2-0 gegen Braunschweig. Deine Gedanken zum Spiel, war das heute ein Arbeitssieg? Wie siehst du das Ganze? Der Sieg war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns, damit wir Hamburg hinter uns lassen. Und Braunschweig war auch nicht wirklich so im Spiel. War definitiv sehr gut für uns. Weiter so und dann sehe ich uns auf jeden Fall oben. Denkst du, Platz 2 ist noch drin oder eher Relegation? Obwohl der Norden noch, die spielen alle noch gegeneinander, ne? Ja, schwierig zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass wir auf den 2. Platz kommen. Natürlich wäre cool auch Relegation. Hauptsache wir gehen nach oben und wir gewinnen. So. Und wir gehen in die erste. Das ist definitiv für uns alle sehr, sehr gut. Ja, alle freuen uns darauf. Gibt der Stadt auch noch einen Push und einen Hype. Bist du trotzdem traurig nach dem Pokal aus oder sagst du, Leverkusen ist einfach gerade das Geilste, was es so gibt, fußballerisch? Ne? Natürlich ist das echt schade, dass wir verloren haben. Wir Fans waren trotzdem alle dabei, haben bis zur 90. Minute und weiterhin für Fortuna gesungen. Und mit viel Liebe. Ja, definitiv. So. Natürlich ist das schade, immer den Pokal rauszukriegen. Aber es war eine sehr schöne Reise und die Reise hat zwar aufgehört, aber die Reise in der Liga geht noch weiter. Geht noch weiter und ich hoffe auch sehr gut für uns. Aufstieg ja oder nein? Definitiv ja. Direkt oder indirekt Relegation? Sag mal. Direkt. Danke. Das ist ein gutes Schlussstatement, von daher vielen Dank. Und, Dankeschön. Das war ein tolles Interview. Ja. Pass auf. Fortuna 2-0 gegen Braunschweig. Es war nach dem Pokalspiel in Leverkusen eine harte Woche, aber trotzdem Arbeitssieg und von daher relativ souverän, oder? Also hättest du das so erwartet? Ja, um ehrlich zu sein, ja. Also war ein Arbeitssieg, das klar, aber alles andere als halb gut habe ich nicht erwartet. Also alles gut. Wie fandest du das Spiel heute? War cool nach dem 2-0? Ja, ich hätte mir das erste Tor früher gewünscht, aber... Ja, nicht, ne? Ja. Ja. Aber nach dem Sieg heute, Fortuna, was machen wir? Direktaufstieg oder eher Relegation? Ich sag direkt. Weil der Norden noch gegeneinander spielt, ne? Ja, genau. Hamburg, Kiel, bla bla bla. Ja, genau. Und da muss ich ja wieder sagen, da sitzen wir ja im Fortuna-Gästeblock, auch als Kieler, ganz klar. Ja. Aber ich tippe eher auf die Relegation. Gegen? Wunschgegner oder nicht Wunschgegner?
wirklich so gegen Köln freuen, wenn wir die weghauen. Das würde ich gut finden. Ja, sicher. Wäre auch von der einfachste Gegner. Von der aktuellen, ja, von der Performance her, glaube ich, sind die Kölner auch einfacher als Mainz, ja, oder? Ja, ja. Wenn dem so wäre. Ich würde es gut finden. Ja. Also glaubst du, gegen Köln mehr Chance als gegen Mainz, die gestern hoch gewonnen haben? Das ist definitiv, ja. Oder Bochum. Oder Bochum vielleicht, ne? Ach, Bochum ist doch auch... Bochum will keiner, glaube ich. Pokalreise in Leverkusen zu Ende dieses Jahr war trotzdem geil. Hätten wir Bayern München im Halbfinale gehabt, hätten wir die geschlagen. Ey, war, ne, super. Wir haben noch eine geile Zeit gehabt. Wer hat damit gerechnet, dass wir so weit kommen? Keine, ja, Sau. Also wir haben alles gemacht, alles gut. Ja. Und nur auswärts, genau, nur auswärts. Ja, genau, alles, ja, gut, alles gut. Stolz auf die Fortuna, Pokalreise? Halbfinale? Besser als gar nicht. Gegen die beste Mannschaft Deutschlands. Den neuen, ja, deutschen Meister, oder? Ja. Ist okay gewesen. Ja. Oder hast du mehr erträumt? Erträumt hat, glaube ich, jeder mehr, aber es ist hinnehmen. Die waren besser. Und zwar eine Liga höher. Ja. Ja. Einem, also, mindestens. Trotzdem, Aufstieg direkt, indirekt. Irgendwas wird passieren. Irgendwas, das Gute, direkt Aufstieg, direkt hast du gut. Er sagt direkt, er sagt, irgendwas wird passieren. Also so oder so Aufstieg. Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Tschüss.